Wir haben es heute zu tun mit einem neuen Mittel, Virex Vita, nach Dr. Döpf. Und dieses Mittel, wie der Name vermuten lässt, ist gerichtet gegen Viren, aber nicht nur. Denn man kann ja darüber streiten, ob es Viren überhaupt gibt, ob es vielleicht Exosomen sind, die der Körper selber produziert, die also nicht von außen kommen. Und im Übrigen ist in den Impfungen ja noch manches andere drin. Die Messenger-RNA, dann die Spike-Protein-Produktion, die der Körper selber durchführt, dann die Nanopartikel, dann die Graphenoxide. Also wir haben es mit multiplen Schadstoffen zu tun. Und daher brauchen wir auch in diesem Mittel mehrere Inhaltsstoffe. Wir haben darin zum Beispiel Granatapfelschalen und Zitrusfrüchte. Schalen, wenn die Schalen sauber sind, biologisch, und die Schicht unter den Schalen, die weiße, dann sollten wir genau diesen Anteil der Zitrusfrüchte zu uns nehmen, denn die wirken als Detox, als Vitamine, sie wirken gegen Halsentzündungen. Als nächstes haben wir den Kiefernadelextrakt, das ist ja ein Wundermittel, unter Experten bekannt, denn in den Kiefernadeln haben wir das Suramin drin. Suramin gegen Spike-Proteine. Und die Spike-Proteine sind ja das eigentlich Gefährliche an alledem, worum es hier geht. Denn sie blockieren im Körper die ACE2-Rezeptoren an allen Körperzellen. Und damit kommt es dann unter Umständen zu Todesfällen, nämlich zu multiplen Mikroembolien, in allen wichtigen Organen, vor allen Dingen im Herz und im Gehirn. Kiefernadelnextrakt, extrem wichtig. Ebenso wichtig aber ist der Löwenzahn. Der Löwenzahn ist ja eine Wunderpflanze. Es gibt hunderte von Publikationen über Löwenzahn, wo nachgewiesen wird, dass eine Vielzahl von positiven Wirkungen erfolgt auf die Leber, auf das Blutbild, und vor allen Dingen verantwortlich sind die antioxidativen Mittel, die im Löwenzahn enthalten sind, vor allen Dingen im Saft. Und die Schulmedizin kennt ja kurioserweise gar kein leberstärkendes Mittel. Dann haben wir den Extrakt aus der roten Küchenzwiebel. Die Fette werden gesenkt, auch auf die Leber wird Einfluss genommen. Die Bioflavonoide und der Schwefel in der roten Küchenzwiebel wirken exzellent. Dann ein ungewöhnliches Mittel, die Lakritze, die Süßholzwurzel. Unter Kennern bekannt als Geheimtipp für den Magen und für den Stoffwechsel. Und das Wichtige darin ist die Glycyrrhizinsäure, die in keinem anderen Mittel in der Form enthalten ist und die eben nicht übersäuert, sondern den Körper entsäuert. Es ist ein Komplexpräparat, das auf Bestandteile der Impfungen und der Covid-Infektionen und anderer Virusinfektionen einwirkt. Die Viren werden getötet, die Spike-Proteine werden blockiert und alle anderen Schadstoffe werden ausgeleitet. Das gesamte Entgiftungssystem des Körpers wird aktiviert. Daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass dieses Komplexmittel sich aller Probleme annimmt, die mit Virusinfektionen und Impfungen zu tun haben. Ich kann es nur empfehlen.